Haben Sie sich jemals gefragt, wie aus einer winzigen Zelle innerhalb von 9 Monaten ein Baby entsteht? Der Weg von der Befruchtung bis zur Geburt ist wirklich erstaunlich. Bereits im ersten Monat beginnt etwas ganz Besonderes zu geschehen. Die befruchtete Eizelle, auch Zygote genannt, teilt sich innerhalb weniger Stunden nach der Befruchtung in zahlreiche Zellen auf. Diese winzige Zellgruppe macht sich auf den Weg durch den Eileiter und nistet sich dann in der Gebärmutterschleimhaut ein, wodurch die Embryonalphase eingeleitet wird. Diese Zellen beginnen sich in der 4. Schwangerschaftswoche zu spezialisieren. Daraus werden dann schließlich die verschiedenen Organe gebildet. Während des 2. Monats ist der Embryo kaum größer als ein Reiskorn. Dennoch beginnen zu dieser Zeit alle lebenswichtigen Organe Form anzunehmen. Das Herz beginnt zu schlagen, während sich grundlegende Organe wie das Gehirn, das Rückenmark, die Nieren, die Leber und die Lunge allmählich herausbilden. Gleichzeitig beginnt das Muskel- und Skelettsystem des Babys seine Entwicklung. Während des 3. Monats hat sich das Baby offiziell zum Fötus entwickelt und ist etwa so groß wie eine Erbsenschote. In dieser Phase beginnen sich Gesichtszüge zu formen und an den Stellen, an denen bald Arme und Beine wachsen werden, erscheinen winzige Knospen. Die Organe setzen ihre Entwicklung fort und der Herzschlag des Babys ist im Ultraschall deutlich zu erkennen. Im 4. Monat wächst das Baby und erreicht etwa die Größe einer Avocado. In dieser Phase beginnen Haare zu wachsen und es kann sogar blinzeln und aufschrecken. Die Knochen härten langsam aus und es besteht die Möglichkeit, dass das Geschlecht des Babys erkennbar wird. Im 5. Monat erreicht das Baby die Größe einer Grapefruit. In dieser Phase wächst das Baby schnell und die Mutter kann eventuell schon spüren, wie sich das Baby bewegt. Das Baby beginnt, Geräusche außerhalb des Mutterleibs zu hören und es ist üblich, dass es in diesem Monat anfängt, am Daumen zu nuckeln. Im 6. Monat erreicht das Baby etwa die Größe einer großen Zucchini. In dieser Phase öffnen sich die Augen des Babys und es beginnt auf Geräusche zu reagieren. Obwohl sich die Lunge weiterentwickelt, ist sie noch nicht ganz bereit, Luft zu atmen. Im 7. Monat hat das Baby etwa die Größe eines Butternusskürbisses erreicht. In dieser Zeit kann es bereits zwischen hell und dunkel unterscheiden. Das Gehirn des Babys wächst rasch und beginnt die Körpertemperatur zu regulieren. Die Lungen sind fast vollständig ausgereift und das Baby übt bereits das Atmen, indem es Fruchtwasser ein- und ausatmet. Während wir uns dem 8. Monat nähern, hat das Baby etwa die Größe einer Ananas erreicht und ist fast bereit für die Geburt. Das Baby nimmt weiter zu, seine Organe sind fast vollständig entwickelt und die Skelettentwicklung weitgehend abgeschlossen. Zu dieser Zeit kann das Baby bereits träumen, blinzeln, husten und vieles mehr. Im 9. Monat erreicht das Baby etwa die Größe einer kleinen Wassermelone. Die Lunge ist vollständig entwickelt und das Baby ist bereit für das Leben außerhalb der Gebärmutter. Das Baby sinkt tiefer in den Bauch der Mutter und begibt sich in die endgültige Geburtsposition. Die Reise von einer einzelnen Zelle bis zum vollentwickelten Baby ist beeindruckend und verdeutlicht die Schönheit und Komplexität des Lebens. Jede Entwicklungsstufe ist von entscheidender Bedeutung und formt das Baby zu dem einzigartigen Individuum, das es einmal sein wird. Es ist eine Reise voller Wachstum, Transformation und Vorfreude, gefüllt mit Momenten des Staunens und der Freude. Liebe Eltern, wenn Sie Ihr Baby sicher großziehen und alle wichtigen Informationen über die Entwicklung Ihres Babys erhalten möchten, dann folgen Sie unserem Kanal und schauen Sie sich unsere Videos an, die Ihnen Woche für Woche und Monat für Monat zeigen, wie Ihr Baby heranwächst. Bleiben Sie dran und bis bald!